Jawohl, ja. Yeah, und dann wollen wir es verbessern. Wir haben aber leider keinen Rekord erzielt. Vielleicht, wenn ich die zwei hier wegnehme, hätten wir dann einen Rekord erzielt. Tralala, man kann es ja mal probieren, so ein wenig. Ja, das sieht doch gar nicht so schlecht aus. Darum geht es ja auch in dem Spiel, ein wenig auch auszuprobieren, statt zu studieren, und wir haben einen neuen Rekord erzielt. Hey! So, jetzt wollen wir das Ganze natürlich wiederum verbessern. Hier können wir noch ein Stahlseil anbringen und vielleicht können die LKWs da ja auch schon mit 4 Stahlseilen rüber. Indem wir die Mitte hier nochmal ein wenig mehr abstützen und nein. Okay, dann werden wir die Mitte noch mehr abstützen müssen. Und langsam erinnert mich das so ein bisschen an San Francisco Bridge oder so. Ja, so Brücken bauen ist gar nicht so einfach. Muss man mal sagen. Ja, warum bricht das Teil da vorne einfach ab? Es ist doch gestützt. Ein wenig. Dann machen wir eine Überkreuzstützung mit den Seilen. Das sind jetzt aber ganz schön viele Seile. Ich hoffe, das hält irgendwann auch mal. Oder liegt es wirklich daran, dass es vorne zu schnell durchhängt? Werde ich vorne auch noch ein Seil machen. Dann haben wir aber jeden Punkt mit einem Seil irgendwie versehen. Oder auch nicht. Okay. Unser Budget hat gerade gestreikt. Dann hört man dieses schöne kleine Pockhämmerchen. Werde ich aber das hier auch mal rausnehmen. Und mal schauen, ob es so klappt. Jetzt habe ich die über X-Kreuzungen wieder rausgenommen, weil sie einfach zu teuer ist. Oh. Die Mitte glüht schon wieder vor Gewicht. Nein, das gibt's doch nicht. Schalala. So, vielleicht stütze ich hier nochmal. Meine Herren, aber noch ein Seil kann ich ja nie legen. Sonst müssen wir das Ganze vertagen und irgendwie mal ja, schauen. Dass, wenn ich dann doch eine Lösung gefunden habe, das Ganze mal in einem Video mache oder so. Na, es scheint aber zu funktionieren. Jetzt habe ich ja nur eine Kreuzung überkreuzt quasi und schon hält das Ganze. Ist ja ein Ding und ein neuer Rekord. Gut, dann haben wir es ja doch geschafft. Aber das, ich denke mal, dass wir das eine oder andere Mal auch auf unsere Grenzen stoßen werden. Und dann müssen wir uns was einfallen lassen. Dass ich das Ganze vielleicht doch mal ein wenig offline mache oder so. Aber mal schauen, mal schauen. So, ja, versuchen wir es erstmal mit einer schönen, klassischen Hängebrücke. Die auch schön aufliegt und, ich denke mal, da kommen auch schön die Autos drüber. Hier ist es so, dass hier schon, ja, Metall, ja, nee, ein Stahlsockel steht, Mischbeton, Stahlsockel, irgendein Kram. Zum Seile dranhängen, aber auf der anderen Seite haben wir leider keinen. Das ist dann natürlich nicht so gut. So, und ich denke, die LKWs werden das Ganze wieder zum Bersten bringen. Aber wir schauen erst einmal, ob es vielleicht doch hält. Und da ist schon passiert. Es war so klar wie Kloßbrühe. Block. Okay. Ich hoffe, in diesen Autos sitzen auch nur Crash-Test-Dummies oder sowas. Ja, ich denke mal, das hier unten wird einfach zu tief sein. Deswegen werde ich die Fahrbahn auch ein wenig erneuern. So, ach, wie jetzt? Nee, die war aus Holz. Ich dachte gerade Stahl, wie jetzt? Kann es doch nicht sein. So, 1, 2, 3... 4, 5, 6, 7. Gut, 7 Teile. Das ist doch schon mal was.
Obwohl, naja, ich könnte es auch mit Holz erstmal hier probieren, quasi abzustutzen, aber wir merken, dass das Holz hier gar nicht so rankommt, wie es soll. Es ist aber ganz, ganz schlecht. Warte mal. Wenn wir das Ganze so und so machen und dann so. Und das Ganze natürlich auch in die andere Richtung. So ungefähr. Nee, das war jetzt falsch. Ein wenig dezent. An den Punkt und dann dahin rüber. So, und jetzt in der Mitte vielleicht nochmal verbinden. Mal schauen, wie die Brücke so aussieht. Klar, sie hängt durch auf beiden Seiten und bricht auf der linken durch. Okay. Dann hätten wir das schon mal geklärt. Und hier vorne haben wir ja das gute Stück, was hier einfach mal ein paar Seile hinhängen sollte. So, vielleicht ein, zwei Stück. Damit die Brücke davon nicht so arg durchhängt. Und schauen wir mal, was die LKWs dazu sagen. Also da hinten kann ich ja nichts machen auf der rechten Seite. Aber mal schauen, wie weit das Ganze hier halten wird. Mit dieser schönen Konstruktion. Nein! Warum denn da? Warum denn so? Warum? Aber er hat es doch rüber geschafft. Hey! Applaus. Aber die Brücke sollte dezent auch einen zweiten Überfahrt halten. Dann müssen wir uns hier vielleicht noch was einfallen lassen. Obwohl, das war gar nicht so schlecht mit der Holzkonstruktion. Vielleicht nochmal so stabilisieren in der Richtung oder so. Vielleicht in die Richtung auch nochmal. Und hierher. Oh je. Ich hoffe, die LKWs können da überhaupt durchfahren. Das sieht ja schon fast aus wie so ein Diamant oder so. Ist auch schön, so eine Diamantbrücke. Aus Holz gebaut oder so. Nee, sie kommen tatsächlich da durch, obwohl die Querlatten eigentlich durch den LKW gehen. Und diesmal hält die Konstruktion sogar. Nee, ey. Jetzt komm, aber roll mich. Was war das denn? Von wo denn? Warum? Ich hänge jetzt noch ein Stahlseil ran. Also, hallo. So. Ja, kann's doch nicht sein. Ja, die LKW sind schon fast runter von der Brücke. Da bricht die hinten zusammen. Aber man sieht auch, dass es dezent ein wenig sich hin und her biegt und so was. Und die Brücke sich ein wenig bewegt, muss man mal sagen. Also ich hätte da doch ein wenig dezent Angst, über solch eine Brücke fahren zu müssen. Und man sieht, das Seilchen hat auch gehalten und alles ist toll. Super. So. Dann kommen wir auch schon zum nächsten Stück. Hier hätten wir auch wieder Stahl und Holz zur Auswahl. Und diesmal haben wir aber auch ein kleines Problem. Und zwar haben wir nur unten Ankerpunkte. Und zwar hier. So, das Einfachste zu bauen wäre natürlich so jetzt erstmal. Und mal schauen, ob die Autos darüber kommen. Ah, die Landschaft ist ja auch sehr schön gemacht, muss man sagen. Okay, so viel war das dann mit den... mal gucken, ob die Autos drüber kommen. Und wenn wir es so bauen, wäre ja doch etwas anders. Sprich, dass beide Ankerpunkte das ein wenig halten, aber... Naja... Mal schauen, mal schauen. Es wird ja selten leichter. Schal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 a. Halala. Schön, guck mal. Sag mal, ist das die Wupper oder so? Okay, das kommt dann auch öfter mal vor. Da müssten wir vielleicht uns doch noch sowas hier einfallen lassen oder so. Also wenigstens würde ich doch gerne die Autos drüber bringen. Das wäre doch schön. Aber irgendwie muss das doch stabil werden. Oder ich baue doch einfach mal eine Hängebrücke. Ja Leute, das war wohl ein Satz mit X, das war wohl nichts.